Wir haben heute zum ersten Mal überhaupt einen Olympic Workshop, einen Vorbereitungsworkshop für die potenziellen Trainer für das Olympic Team Austria bei den Olympischen Spielen Rio 2016. Das ist eine besondere Gelegenheit. Wir wollen als ÖOC einfach unsere Serviceleistungen verbessern mit unserer primären Kundschaft, den Athleten, aber natürlich eben auch den Trainern. Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass man mal die ersten Informationen über die Olympischen Spiele vor Ort dann bekommt, die man vielleicht so selber im Internet auch nicht bekommen hat, wirklich von den Experten, die schon vor Ort waren, die die Wettkampfstätten schon gesehen haben, das Olympische Dorf schon gesehen haben. Und es ist auf jeden Fall jetzt einige Monate vorher richtig und ein guter Zeitpunkt für uns Trainer. Eine gemeinsame, hochwertige Vorbereitung auf die Olympischen Spiele stattfinden kann. Und so etwas muss koordiniert werden, so etwas muss organisiert werden. Und dazu finde ich diese Veranstaltung hervorragend. Mit dem anderen Sportarten auch zum Treffen und die verschiedenen Erfahrungen austauschen oder Gedanken, das ist eine super Möglichkeit. Für den Spitzensport insgesamt ist die Nachhaltigkeit einer wissenschaftlichen Begleitung von ganz großer Bedeutung. Sonst bekommen wir keine Spitzensportler, die auch Chancen haben, bei den nächsten Olympischen Spielen zu realisieren. Es gibt nur zwei tragende Elemente, nämlich einerseits ist es die Information, zweitens die Umsetzung. Und dazu braucht man die Trainer und die Athleten und Athletinnen. Und das ist, glaube ich, der Weg, um die Informationen rasch zum richtigen Zeitpunkt und vor allem auch an die richtige Stelle zu adressieren. Die Trainer haben eine Schlüsselfunktion, gerade was die Anti-Doping-Arbeit betrifft, haben natürlich eine sehr starke Vorbildwirkung, können den Sportler unterstützen dabei und da sind wir dem ÖOC natürlich sehr dankbar, dass sie uns diese Möglichkeit geboten haben, die Informationen an die Trainer zu bringen. Es ist total wichtig, dass der Betreuungsstaff gut abgestimmt ist, dass man genau weiß, welche spezifischen Herausforderungen die Situation bringt, dass wir die Athleten dann entsprechend darauf abstimmen können und somit letztlich eine optimale Olympiavorbereitung gewährleisten. Ganz toll, dass das ÖOC das organisiert hat, weil es wirklich eine Gelegenheit ist für die Trainer, sich wirklich gemeinsam auf die Spiele einzustellen und darauf einzulassen, wie das denn dort sein wird. And when you get there, you've got to just have a plan from the beginning to the end. And I think a lot of the talks today were about preparations for Rio and what you're going to experience when you get there, because if you're not ready when you go to an environment that's totally different, all those things start to take a negative impact. Ich war schon bei 4 Olympischen Spielen dabei und das erste Mal jetzt vor Rio findet so eine Veranstaltung für die Verbandsvertreter, für die sportlich Verantwortlichen der Verbände statt. Das war eine ganz tolle Veranstaltung, informativ. Zum Abschluss ist das Impulsreferat. Also ich glaube, dass die Trainer und die sportlich Verantwortlichen gestärkt nach Hause fahren und wirklich jetzt den Fokus auf die Vorbereitung für die Olympischen Spiele richten werden. Wir als Dienstleister für den Spitzensport sowas jetzt erstmalig versucht haben. Es ist uns sicher gelungen. Es waren alle sehr aufmerksam. Sie haben die Informationen alle aufgenommen und ich denke, dass wir mit einem großen Engagement Richtung Rio marschieren. Musik